Aus der Subprime-Krise ist mittlerweile eine Finanzkrise geworden. Ich sage Ihnen, was das wirklich ist und dass das gut so ist. Es handelt sich um eine Systemkrise. Unter der Prime-Rate hat man in den USA Immobilienkredite vergeben an Leute, die sich das eigentlich gar nicht leisten konnten. Irgendwie machen wir alle so weiter, als wenn es das nicht gibt. Und Lehman selbst ist Geschichte. Wie Sie wissen, die sind mittlerweile auch untergegangen. Und so geht es immer weiter zügig voran. Und ich behaupte, das ist keine zufällige Entgleisung, sondern das ist absichtlich getan worden. Was wirklich interessant ist, dass die Lehman Bank pleite gegangen ist, denn die Lehman Brothers war eine der Systembanken, wenn man so will, denn Lehman Brothers, die Eigner der Lehman, gehören mit zu den Eignern der Federal Reserve. Und damit hat man eine der 5 wichtigen Investmentbanken über die Wupper gehen lassen, wie es so schön heißt. Wie kommt das? Oder die Frage, warum gerade Lehman? Man hat Lehman genommen, weil Lehman die meisten Engagements in Europa hatte. Das heißt, das Problem tragen wir hier hauptsächlich, was die Verluste betrifft. Und wundern Sie sich nicht auch, dass mit der Subprime-Krise, die dann überschwappte, die ja in den USA stattfand, auf einmal Banken in die Schlagzeilen kamen, wie hier die UBS. Oder in Deutschland Landesbank, Landesbanken hier und Landesbanken da und IKB, vor allen Dingen immer die Banken mit einem hohen staatlichen Anteil. Warum wohl? Weil mit einem hohen staatlichen Anteil haftet der Steuerzahler schneller und besser. Was passiert hier eigentlich? Oder warum lassen die uns bestimmte Dinge gefallen, die jeden Tag ablaufen? Weil der Hochfinanz, meine Damen und Herren, geht es niemals ums Geld. Mit Geld geschieht es. Die systematische Vermögensumverteilung von Arm nach Reich. Produkt deswegen, weil Geld ist nicht Gott gegeben. Geld ist kein universelles Prinzip. Geld ist ein menschlich erfundenes Prinzip. Ich behaupte, eine der besten Erfindungen, die die Menschheit je hatte. Es ist nur völlig pervertiert worden. Und die Macht über das Geld, über unser Geld, sollten wir uns wieder zurückholen und es nicht gestatten, einem privaten Konsortium aus Profitinteresse herauszugeben. Wir leben in einem Schuldgeldsystem und der Name sagt es schon, Schuldgeld. Zuerst mal die Schuld und dann kam das Geld. Die Ursache eines jeden Geldscheines, den Sie hier gerade in der Tasche haben, ist ein Kredit, den irgendjemand aufgenommen hat. Ansonsten gäbe es diese Schuld oder diesen Geldschein schlicht und ergreifend nicht. Deswegen ist die Höhe aller Schulden immer gleich so hoch wie die Höhe der Vermögen. Aber sollte die Fähigkeit bestehen, alle Schulden zu bezahlen, verschwende alles Geld. Es gäbe kein Geld. Wenn Sie Kredit wollten bei der Bank, die wollen immer Sicherheiten dafür haben. Um die geht es doch nicht, um das blöde Geld. Das kann man jeden Tag drucken, das machen die auch. Denn die Bank, die muss als Sicherheitshinterlegung für diese 100.000, die sie ausgibt, wissen Sie, wie viel die maximal hinterlegen müssen? Als Sicherheit? Lombard-Sicherheit in Höhe von 4%, mehr nicht. Na, so viel wird doch bei Ihnen mindestens zu holen sein, wenn es daneben geht. Oder können Schulden niemals bezahlt werden. Sondern es geht nur mit einer weiteren Verschuldung. Und ob ich jetzt das 5% nehme oder 10% oder 20%, dann kommt der Zins- und Zinseszins mit dazu. Und deswegen muss es zu einer exponentiellen Kurve führen. Und zwar aus mathematischen und nicht aus ideologischen Gründen. Und zwar haben wir diese Katastrophen dann alle 60 bis 80 Jahre. Je nachdem, wie das Durchschnittszinsniveau in einer Gesellschaft war. Das haben die auch ganz geschickt eingefädelt. Warum so lange 60 bis 80 Jahre? Und warum brauche ich so eine Zinssätze? Weil alle Menschen, die über die Katastrophen berichten könnten, die sind gestorben. Aktienmärkte steigen immer dann, wenn in der Realwirtschaft nichts mehr zu verdienen ist. Weil dann geht es in die Spekulation. Aber wenn man von Nachhaltigkeit sprechen kann, Ihr Geld auf Ihrem Konto, Ihr Geld in Bausparverträgen, in Lebensversicherungen, das war weg und das war immer nachhaltig weg. Da wird das Geld verloren. Das Geld wird immer im Bargeld verloren. Und auf dem Girokonto. Nehmen Sie das ernst, was ich Ihnen sage, denn die nächste Entwicklung zeigt bis heute rein, dass wenn wir heute das Verhältnis bilden zwischen Gesamtverschuldung und Bruttoinlandprodukt, dann sind wir bei 550% angekommen und das ist heute noch niemals so hoch wie in der Geschichte der Menschheit. Und wenn viele Leute mir sagen, ja, Herr Klaus, das geht doch aber,
Dann sage ich, ja, klar geht das. Die optimieren hier die Fallhöhen. Das ist alles, was getan wird. Und genau um diese Fallhöhen optimieren zu können, hat man diese ganzen komischen Finanzprodukte davon. Total geschlossen. Und das ging noch nicht zusammengebrochen, weil die im Prinzip das Geld bis jetzt im Spielcasino lassen konnten. Aber wehe dem, dieses viele Geld ergießt sich in die reale Wirtschaft. Dann gute Nacht. Und dieses Geld, dieses viele Geld muss abgebaut werden. Und nun raten Sie mal, wo das größte, eines der größten freien Vermögen liegt? Bei den Deutschen. Und wo haben die das angelegt? Zielgerichtet und folgerichtet genau da, wo es verloren gehen soll. Nämlich genau in den Produkten, die ich Ihnen gerade sagte. Da haben die das in 30 Jahren, hat sich das Volumen der Güterproduktion der Industrieländer vervierfacht. Aber in der gleichen Zeit hat sich das Geld- und Kreditvolumen vervierfacht. Das heißt, nur noch 0,5% allen auf der Welt rotierenden Geldes jeden Tag wird seiner ursprünglichen Erfindung wegen bewegt. 99,5% allen vorhandenen rotierenden Geldes jeden Tag auf der Welt ist aus der ökonomischen Sicht umsonst. Brauchen wir nicht. Ist zu viel, muss und wird abgeschafft werden. Übrigens auch im Sinne der Hochfinanz. Das muss weg. Das macht die Welt kaputt. Das ist pervers. Momentan bewegt sich dieses Geld im internationalen globalen Casino. Und wird da gerade jeden Tag ein Stück weiter kaputt gemacht. Der amerikanische Staat und seine Bürger geben pro Sekunde $45.000 mehr aus, als sie selbst verdienen. Als sie selbst erwirtschaften. Und zwar Weihnachten und Silvester. Warum können die das machen? Weil die das Geldmonopol in der Hand haben. Die drucken das Geld der Welt und es gibt nur Dollar. Weil alle anderen Währungen sind in der Regel als Reserve, als Sicherheit mit Dollar abgesichert. Der Euro übrigens mit 80%. Sie hier in der Schweiz haben sich die Golddeckung ihrer Währung 1992 abnehmen lassen. Es gibt auf der Welt kein werthaltig gedecktes Geld. Es ist nur noch Fiat Money, wie man so schön sagt. Es werde Geld, die drucken es einfach und jeden Tag aufs Neue. Natürlich produzieren wir entsprechend der Mengen auch genauso viel Güter mehr, ne? Wie die Milliarden und Billionen jede Woche hier neu in den Wirtschaftskreislauf einführen. Um das System zu retten und nicht die Menschen. Das ist das Verbrecherische daran. Die versuchen damit ihr System, ihr kaputtes System zu retten. Und nicht die Menschen. Es geht aber um uns. Es geht nicht ums Geld. Es geht um unsere Lebens- und Überlebensfähigkeit als menschliche Gesellschaft. Darum geht es. 1992 hieß es, oh, die führende Weltwirtschaftsmacht der Erde macht 50 Milliarden im Jahr Außenhandelsdefizit. Das ist ja eine Katastrophe, hatten viele Ökonomen gesagt. Heute regt sich darüber keiner mehr auf, das machen die alle 14 Tage. Dieses Defizit. Und wissen Sie, für wen das ein Problem ist? Für uns. Hauptsächlich für Deutschland. Wer ist Exportweltmeister? Was heißt denn Exportweltmeister? Exportweltmeister heißt, wir haben selber mehr physische Waren in die Welt geliefert, als wir von denen bekommen haben. Und wie wird das Saldo ausgeglichen? Sie ahnen es. Mit kleinen grünen Zetteln, genannt Dollar. Das ist jetzt aber blöd. Und die drucken das. Die Hyperinflation 1923 in Deutschland ist in 9 Monaten durchgelaufen. Und da waren wir bei Billionen. Für einen US-Dollar. Und glauben Sie nicht, dass das nicht wieder passieren kann? Im Jahre 2008 die Zunahme der Geldmenge in den Vereinigten Staaten. Inflation heißt nicht, dass die Preise teurer geworden sind, wie der ein oder andere fälschlicherweise denkt. Dem ging etwas voraus, nämlich die Ausdehnung der Geldmenge. Die ging dem voraus. Und weil eine höhere Geldmenge ohne Deckung vorhanden ist, die irgendwie auch eine Kaufkraft sucht, müssen natürlich die Preise dementsprechend angepasst werden. Das ist Inflation.